Bei uns nach wie vor zu Gast. Tobias Ufer ist im verdienten Feierabend. Ich habe übernommen, bei uns natürlich noch zu Gast Gisela Müller-Brendeck-Bokeh, Politikwissenschaftlerin von der Universität Würzburg. Wie haben Sie die Pressekonferenz wahrgenommen? Unser Korrespondent hat es ja gerade noch mal zusammengefasst. Das war schon Sympathie, die da eine Rolle spielt und auch ein gemeinsamer Wunsch nach gemeinsamer europäischer Arbeit. Ja, und vor allem war es mal wieder ein typischer deutsch-französischer Kompromiss, wo jeder auch seine Themen wiederfindet. Als Angebot jetzt an die Europäer, das hat ja vor allem Herr Macron oft und oft gesagt, wir können nicht als Deutsche und Franzosen das allein beschließen, es geht um die EU. Also nur als Vorlage, dieser berühmte eben Kompromiss, den der Motor der Integration vorlegen muss. Und Sie können das ja sehen, also wenn wir es jetzt ganz kurz sortieren, im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich hat sich Frankreich durchgesetzt. Das wurde jetzt nicht kommentiert, was sehr schade ist, weil da hat sich ja einfach Macron mit seiner Idee einer europäischen Initiative für eine Eingreiftruppe. Genau, eine Eingreiftruppe. Parallel zu der ja neulich erst beschlossenen ständigen strukturierten Zusammenarbeit sich dann genau einfinden wird, das sind dann die Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten. Also da hat Frankreich sich mehr durchgesetzt im Eurozone-Budget, ist so halb-halb, würde ich die Punkte vergeben. Weil ja, das hatten ja beide eine gemeinsame Idee, nur die Dimension war eine andere. Ich glaube, das haben auch die Deutschen nie so richtig verstanden, meine ich, was der Macron will. Das eine ist Umbau, Stabilitätsmechanismus in Richtung europäischer Währungsfonds. Das ist die eine Kiste. Die andere ist eben für die Eurozone ein Investivfonds, hat jetzt Merkel immer gesagt. Das war sein Eurozonenbudget zu schaffen, eben um Ausgleiche schaffen zu können für die Tatsache, dass man in der Eurozone ja bei Krisen nicht mehr abwerten kann. Also das sind zwei getrennte Paar Stiefel. Und da hat sich Macron ja jetzt auch so verkauft, dass er immerhin der Einstieg in diesen Investivhaushalt, wie hoch das dann sein muss und so weiter, das hat er ja gesagt. Da kann man ja dann auch eventuell Steuern einmachen. Sie haben aber auch gesehen, dass das, was jetzt die Übersetzerin, ich habe es Französisch nicht hören können, Governance genannt hat. Das heißt, die Details. Der Teufel steckt immer im Detail. Das ist in Europa wer macht das, ohne Frage die EU auch überall oder der Fall. Kommission oder Staats- und Regierung, das ist ja alles noch offen. Aber also Währungsunion, wie immer, haben sich die Deutschen sehr stark durchgesetzt. Und die anderen zwei Punkte, die angesprochen wurden, sowohl Migration wie diese ganze Innovationsoffensiven, künstliche Intelligenz, Digitalisierung etc. Ich glaube, damit haben die beiden jetzt der EU tatsächlich einen neuen Weg in die Zukunft eröffnet. Trifft beide. Beide wissen, sagt ja auch die Kanzlerin, Wettbewerbsfähigkeit, das muss innovativ sein, eben die großen Themen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Jetzt haben wir die Bundeskanzlerin in einer Situation, in der sie schwer unter Druck steht, weil sie bilaterale Abkommen finden muss. Jetzt betonen Macron und Merkel das gemeinsame Vorgehen in der Asylpolitik. Ist Angela Merkel aus ihrer Position heraus da jetzt tatsächlich einen Schritt weitergekommen? Ehrlich gesagt, das Aufregendste an dem ganzen Migrationskapitel war, dass ich glaube, es war Angela Merkel gesagt hat, dass man gegebenenfalls auch mit einer Gruppe von Mitgliedstaaten vorangehen kann. Das hat jetzt keiner aufgegriffen, aber das ist der Schlüssel. Ja? Wenn in der EU die Migrationssache zu 27, also minus Großbritannien, nicht mit lösbar ist, und das ist sie jetzt nicht, wegen der Widerstände der Osteuropäer, das war dieses kleine Wort mit Gruppen von Mitgliedstaaten. Und dann, denke ich, sieht es anders aus. Ja? Also wenn wir nur Mitgliedstaaten haben, also minus Osteuropäer, die alle ein fundamentales Interesse an einer echten Reform von Dublin haben, könnte man weitergehen. Ja, und auch Macron steht ja zurzeit, wie Sie vielleicht wissen, migrationspolitisch wieder unter Beschuss, weil er dieses Schiff da in Frankreich... Ja, also er ist ja auch im Clinch mit Italien, war ja gestern erst bei der Bundeskanzlerin. Und dass die beiden sich da auf diesem Kurs relativ gut verstehen. Und ich denke tatsächlich, wenn man in Gruppen von Mitgliedstaaten denkt, ist da dann auch auf dem Gipfel in... nächste Woche. Ja, aber glaubt Macron tatsächlich, dass es eine europäische Lösung, eine gesamteuropäische Lösung geben kann? Weil jeder, der das jetzt seit Jahren betrachtet, seit der Flüchtlingskrise, muss ja davon ausgehen, dass es keine gemeinsame Linie geben wird. Ich meine, das ist aber wirklich der so. Der wirkt ja immer wie der gnadenlose Optimist. Ja, aber das ist doch so ein bisschen die Gretchenfrage Europas. Das ist die Gretchenfrage Europas. Jeder weiß, dass die Migration im großen
Sinne begriffen, die Zukunftsherausforderung der EU ist, aufgrund einfach unseres Reichtums und unserer geografischen Lage. Das heißt, alle Lösungen, seien sie europäisch, die angepriesen werden, wird immer Stückwerk sein. Aber vielleicht nimmt es zumindest diesen enormen Druck von der EU, die zurzeit ja an dieser Frage, Sie sehen die letzten 3-4 Tage wieder ja schier zu zerbrechen droht, derweil haben wir so viele andere mindestens genauso große Probleme, Stichwort Weltordnung, Stichwort Trump, Welthandel etc. Und das sei mein letztes Wort vielleicht. Ich glaube, da sind dann halt so diese Inszenierungen deutsch-französischer Beratungen, Ministerrat, war es ja nicht ganz, weil ich es ganz Kabinett. Konsultation ist das schöne Wort. Es ist aber mehr als Konsultation, es ist so ein Zwischending. Die haben ja dann immer eine große auch Symbolkraft. Ne? Soll diese Einheit Europas, der Wille, weiter zusammenzustehen und vor allem auch sich Zukunft zu eröffnen, wie dieses letzte Programm, Digitalisierung etc. Das muss einfach als Symbol in die Welt getragen werden. Da werden die Europäer hoffentlich jetzt auch mit Jean-Claude Juncker angeführt, schon zusammenraufen. Der ist ja heute Abend da. Wir werden sehen, ob da noch was kommt. Stück Arbeit noch zu Frau tun. Professorin Müller-Brennig-Bouquet, ich sage vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute anlässlich des Besuchs von Emmanuel Macron und Teilen seines Kabinetts.